Die monatelang in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Michalle Tolu ist zurück in Deutschland. Sie landete am Stuttgarter Flughafen. Tolu, die für die linke Nachrichtenagentur ETA arbeitete, ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Im Dezember war sie freigelassen worden. Erst vor wenigen Tagen hob ein Gericht die gegen sie verhängte Ausreisesperre auf. Ich bin zwar heute hier, aber hunderte Kollegen, Kolleginnen, Oppositionelle, Anwälte, Studenten, 70.000 Studenten sind inhaftiert, sind immer noch nicht frei. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Ihr Prozess in der Türkei wird unterdessen fortgeführt. Auch ihr Ehemann Suat Çorlu ist angeklagt. Er muss in der Türkei bleiben.